So, ja, und damit begrüße ich euch zum heutigen Streamerino. Ja, wir werden heute, wie es im Streamplan steht, ein bisschen weiter in Star Wars Jedi Fallen Order spielen. Dieses wunderschöne Projekt haben wir ja gestern begonnen. Und was wir gestern alles gemacht haben, fasse ich nicht jetzt zusammen, sondern das machen wir gleich in-game, da ich denke, dass wir dort eine sinnvolle Zusammenfassung haben. Ja. Ich hoffe, dass wir heute wieder gut Fortschritt machen. Wir sind ja gestern auch relativ gut vorangekommen. Ne? Hey, Rodlina, alles gut bei dir? Ausrufezeichen Akte, Ausrufezeichen Akte. Alles klar, ey, direkt zweimal. Du hast schon sehr viele imperiale Credits und auch schon einiges an Stunden gesammelt. Na, ups, ja, das ist natürlich auch klug. Aber jetzt dürftet ihr es trotzdem hören. Das ist aber leider der falsche Device. So. So. Und jetzt klappt das auch. Hey, ja, Passi, na, alles gut bei dir? Wie geht's euch? Wie steht's bei euch? Zum Glück. Geht's mir gut. Ich kann mich zumindest nicht beschweren. Heute sehr schönen Tag gehabt. Die Sonne scheint draußen, war bei meinen Eltern. Wir haben ein bisschen gegrillt. Haben dann ganz entspannt noch eine Runde Carcassonne gespielt. Na, zum Arbeitsamt, ja, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Na, okay, kann ich verstehen. Hätte ich, glaube ich, auch nicht so viel Lust drauf. Nee, richtig schön Carcassonne gespielt. Und dann schön das Basketballfinale geguckt. Richtig cool. 4 Stunden, keine Sekunden, Minuten, Tagen, Wochen, Monate. Hey. Ich danke natürlich auch für den ganzen Rest. Ne? Also ich möchte alle Einheiten da jetzt mit einschließen. Möchte mich auch dafür natürlich bedanken. Ja, ich würde sagen, wir laden die Reise. Und wir sind momentan in der Bohrpulverstation auf Zepho. Und ich sehe, 18% haben wir jetzt schon. Das ist ganz schön viel. Ja, Lichtjahre sind eine Distanz und keine Zeiteinheit, das stimmt. Weil das die Distanz ist, die Licht in einem Jahr zurücklegen kann. So genau habe ich das nicht gelesen. Aber passt ja trotzdem, also ist er ja nicht so, nee, jetzt nicht so kriegsentscheidend, ich weiß ja, was Wadli meint. Also jetzt mal gucken, ob meine Theorie sich bewahrheitet. Nein, bewahrheitet sich nicht. Okay. Weil ich dachte, vielleicht haben wir hier ein neues Kapitel. Haben wir aber nicht. Machen wir es trotzdem im Spiel. Wir sind gerade, nachdem wir im alten Gewölbe gewesen sind, auf Bogano, sind wir dann nach Zepho geflogen. Beziehungsweise nach Zepho aufgebrochen, um uns dort ein bisschen genauer umzuschauen. Auf Zepho selbst sind wir dann insbesondere den Skeths begegnet und den Phylak als Gegner. Aber weil das Ganze ein bisschen langweilig wäre,
sind wir auch sehr vielen Truppen des Imperiums begegnet. Da dieses. Entschuldigung, ich esse gerade noch hier was zu Ende auf. Offensichtlich großes Interesse an Seth Ward. Und ja, auf diesem einige Truppen versammelt hat. Wie unter anderem Scout-Truppler, normale Sturmtruppler, wie man sie halt kennt, aber auch schwere Angriffstruppler und Raketentruppler sind mit am Start. Wir haben im Moment keinen Talentpunkt, das heißt, wir können nichts vergeben. Genau, und von da sind wir gekommen. Wir sind auch schon über die Drehteile da hinten, die man sieht, gesprungen und zu guter Letzt sind wir hier so ein bisschen durch den Berg geslidet und haben uns den Weg erkämpft, indem wir diese ja, Teile hier verlangsamt haben, mit Hilfe der Macht. Ja, in diese Richtung geht es jetzt weiter und ich sehe auch schon wieder die ersten Sturmtruppler auf der anderen Seite. Ich hoffe, ich habe die Steuerung nicht so ganz verlernt. Nein, los, kommt her. Erst getroffen. Ja, toll. Sie hauen mich direkt runter. Das fängt ja gut an. Ich bin an ihm dran. Ja, wir haben genug Heilung, das ist jetzt nicht nur das Problem. War ein bisschen blöd, dass sie uns runtergekickt haben. Und wir uns dann erstmal orientieren mussten. Das hätte prinzipiell nicht sein müssen. War jetzt aber so. Und wir finden direkt eine Komm wieder Kiste. her. Was haben wir gefunden? Okay. Eine neue Lackierung fürs Schiff. Wir haben momentan diese hier. Die finde ich jetzt nicht so cool, aber die eigentlich schon, ne? Ja, komm, wir lackieren mal unser Schiff ein bisschen um. Wir können das ja individuell anpassen. Wir werden auch, sobald wir das einmal können, die Lichtschwertfarbe ändern. Hier ist so eine Rutschpartie hier. Wir werden die Lichtschwertfarbe dann ändern. Und dann müssen wir mal gucken. Boah, ich hoffe, hier ist jetzt links und rechts nichts, ne? Das wäre sehr fies, dort was zu verstecken. Was gefunden? Was wissen Sie? Nichts von Cordova. Ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war. Dann sind wir im Vorteil. Noch. Die Frage ist, sind wir im Vorteil? Die Frage ist, sind wir im Vorteil? Das geht mir hier alles zu schnell, eher. Muss ich jetzt. Also, das Spiel will, glaube ich, dass ich da lang gehe. Und deswegen gehe ich jetzt erstmal hier lang. Ach, hier ist gar kein Weg, okay. Ja, dann gehe ich doch nicht da lang. Dann gehe ich doch hier hoch direkt. Jagen die Dinger nicht immer in Rudeln eigentlich? Wurde nicht gesagt, dass das so Rudelgänger sind? Kann ich das hier scannen? Nee, das kannst du nicht scannen. Okay. Ist wahrscheinlich zu dunkel. Aber dank unserem Lichtschwert das ist interessant.
Nicht das Problem. Wir sind hier richtig. Okay, weil es interessant ist, sind wir richtig. Okay, gut. Hier gibt es leider keinen Lichtschalter oder so. Aber das andere sah doch viel interessanter aus, als da, wo ich jetzt hingehe. Ist egal. Okay, das sieht auch schon Hammer aus. Ja, einmal scannen bitte. Ich komme nicht durch. Ja gut, dann wenn du da nicht durchkommst, dann müssen wir ja sowieso nochmal hin. Aber hier waren ja einige Stellen, wo man nicht durchgekommen ist. Also ist ja nicht das erste Mal. Wir werden die Planeten sowieso ja öfter bereisen müssen. Wenn wir das so machen wollen. Etwas zieht mich dorthin. Nicht nur der Sturm. Geh dem nach. Lass die Macht deine Instinkte schärfen. Na gut. Gib mein Bestes. Wir von da gekommen? Ich möchte ja halt jetzt nicht so blöd runterspringen. Nur weil eventuell dort was sein könnte. Ja, wir können uns ruhig ausruhen, weil die Gegner, die vor uns sind, sind ja sowieso noch vor uns. Dementsprechend das ist jetzt nicht so relevant. Ich könnte einmal darüber gehen. Aber ich möchte erstmal hierher gehen, glaube ich. Ich weiß halt noch nicht, ob das der richtige Weg ist oder ob das jetzt hier der optionale Weg ist oder. Obwohl, da komme ich auch nicht rüber, ne? Ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Weil da ist auch wieder so eine Wand, die ich nicht kaputt bekomme. Die werde ich nicht zerstört bekommen. Dann springen wir hier runter, ne? Da ist noch so ein Ding. Sind die verbunden? Das wäre doch mal eine Sache, wenn die verbunden wären, wäre doch eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber das ist erstmal relativ irrelevant, weil ich muss ja da sowieso erstmal hoch. Aber ich möchte hier noch gar nicht hoch eigentlich. Weil ich möchte mir hier auch noch welche. Ich merke, die sind hier überall verteilt, diese Bodenplatten. Ja, wer möchte Ärger haben hier, hm? Ach, das ist so ein Bock. Ja, das ist, Oh, ja, okay, gut. Ja, nee. Da habe ich ja meditiert. Da ist jetzt auch nichts Großartiges. Aber hier leuchtet was, das habe ich doch schon mal gesehen. Das heißt ja auch, wir schon mal diese Truhe gefunden. Also, was war drin? Neue Lichtschwerthülse. Ja, wir werden unser Lichtschwert auch ab und zu mal umdesignen, dass es nicht immer alles gleich aussieht. Weil wir finden so viel Kram dafür. Warum sollte ich das denn nicht tun, ne? Das ist halt so die Frage. Also nur damit das klar ist, ich habe den nicht angegriffen, ne? Das Vieh hat mich angegriffen. Ha! Wo kommst du denn her? Hey, wo ist der hergekommen? War der einfach da? Ich habe den nicht gesehen. Also der war bestimmt vorher schon da, aber... Naja, ist egal.
irgendwie Tools gespeichert und verwandelt dabei einen Meditationspunkt. Aber ich kann mir mal merken, es sind 3 Stück. Die mich angreifen. Aber hier ist jetzt auch nicht mehr so viel mehr. Aua. Hä? Aber ich kann wieder jetzt mich ans Ausweichen gewöhnen bei den Dingern. Das ist also eigentlich, aber gar nicht so schlecht. Aber ausweichen tue ich einfach nicht. Das ist natürlich auch so eine, so sehr schlau, ne? Aber waren es nicht 3? Haben mich nicht eben 3 angegriffen? Da oben ist der 3. Ne, da geht's weiter. Dann möchte ich da jetzt erstmal noch nicht hin. Ah, ich habe vergessen, dass er ja auch angreift. Ja, aber ist egal. Haben wir halt jetzt nicht so gut gekämpft. Ist jetzt halt so. Aufbruch. Ich kann es ja nicht ändern, ne? Hier ist auch nichts. Es wirkt so, als wenn die hier einfach nichts beschützt haben. Das glaube ich aber nicht. Kann doch nicht sein. Hier muss doch irgendwas sein! Ja, vielleicht ist hier dann für später irgendwie was oder so. Hier kann ich nicht dran klettern oder so. Ja, vielleicht dann für später, weil da ist ja auch noch eine Truhe, aber da komme ich ja definitiv nicht hin. Die sind echt niedlich. Aber wir haben neue Samen bekommen, das ist doch schon mal gut. An die Truhe zu kommen, müsste ich irgendwie da hochkommen, aber da komme ich ja nicht hoch. Nee, keine Chance, dass wenn ich da hinkommen würde, würde ich da nicht hochkommen. Weil ich einfach zu niedrig bin. Okay, gut, dann möchte ich jetzt ja auch eine Stunde lang rätseln, wie ich das machen soll. Ich wollte jetzt auch eine Stunde lang gegen die Viecher kämpfen. Deswegen alles gut. Kannst du nochmal zurückgehen? Weil du bist jetzt hier, mir warst. Das ging mir jetzt ein bisschen sehr schnell hier, aber das ist ein sehr enger Gang. Hier wird nicht viel Möglichkeit sein, was zu verstecken. Das heißt nicht, dass hier nichts ist, ne? Aber ich tue jetzt einfach mal so, als wenn hier nichts wäre. Dementsprechend gehen wir mal hier weiter. Sturm habe ich noch nie gesehen. Ja, unglaublich. Ja, wir sind in der Mitte vom Sturm. Mein Freund, das ist die früheste Sepho-Stätte, die wir bis jetzt entdeckt haben. Trotz Bedenken könnte ich das Morgano-Gewölbe nicht aus meinen Gedanken vertreiben. Seine Visionen formten den Weg einer ganzen Kultur. Ich muss verstehen, warum. Aber hier leuchtet alles so rot. Bekomme ich jetzt eine Fähigkeit dazu? Weil irgendwie... Ich kann ja mit den Objekten nichts machen.
Naja, dann warten wir halt, ne? Bin im Grab. Riesig. Imperial? Ein Anzeichen hier unten. Was ist mit Cordova? Ich weiß nicht genau, wonach ich suche. Er ist, Exzentrisch? Wem sagst du das? Aber er würde uns nicht zum Spaß hierher schicken. Bleib offen für alles. Ja, hier muss die Kugel rein, ne?